Carla und ich gehen heute Abend aus und ich habe meine Spezialunterwäsche an. Dann geh. Aber ich darf doch weiterarbeiten. Ja, stört mich gar nicht. Ich habe auch Spezialunterwäsche an. Und die ist unsichtbar. Ja, ich hab's verstanden, Todd, aber ich muss arbeiten. Oh, keine Zeit für den alten Todd. Die Streber müssen heute Abend alle ackern. Wie bitte? Sämtliche Chirurgen lassen sich ihre Arbeiten von einem Streber aus der inneren Medizin schreiben. Ich bin kein Streber, klar? Was hast du da am Finger? So ein Gummidings zum Umblättern, damit geht's schneller. Sie hat Gummidings gesagt. Es gibt tolle Neuigkeiten. Ich hab doch Zeit. Weißt du was? Fahr zur Hölle, Chris Turk. Was ist denn mit der los? Was geht ab? Elliot, Todd möchte dir was sagen. Todd? Turk hat mir nie gesagt, dass du seine Streberin bist. Und? Du siehst scharf aus, wenn du ein Ei isst. Es tut mir leid. Okay, alles... Nein. Sämtliche Assistenten in der Chirurgie sind Sklaven. Kein Problem. Hey, Baby. Wissen Sie, dieses übertriebene Macho-Gehabe findet man nur bei Typen, die ein Minigenital haben. Oh, das war grausam. Was war das eben? Bleib cool. Alles im Lot. Gewonnen! Das war kein Wettrennen. Ich bin ganz normal gegangen. Sauber gewonnen, Turk. Und jetzt gehen wir runter in die Kantine und ziehen uns einen Donut rein. Cool. Sie können ja echt was verdrücken, Sir. Was in drei Teufelsnamen sucht ihr denn hier? Es ist dringend. Ich muss Sie was fragen. Hören Sie, Dr. Cox. Eins wollte ich Ihnen schon lange mal sagen. Cox klingt so cool wie On the Rocks. Kommen Sie, schlagen Sie ein. Diese Unterhaltung geht erst weiter, wenn sich der Schwachkopf verdünnisiert. Der ist doch nicht mein Boss. Todd. Okay. Na also, war doch klar. Ich wusste, dass du schlapp machst. Ich habe ein Privatleben, okay? Hey, Dickerchen, ich habe auch einen vollen Terminkalender, also red nicht so'n Blödsinn. Wie oft in der Woche sind Sie abends hier? Hör mal. Oh, jetzt spielt er den Bescheidenen. Der Bursch ist jeden Abend hier und ölt sich seine Muckis ein. Deswegen habe ich trotzdem noch ein Privatleben. Ab und zu geht er später mit mir noch ein Bier trinken. Oh Gott. Dann will ich nicht weiter stören. Hey, Dr. Cox, helfen Sie mal? Du kannst immer auf mich zählen. Oh, ach du Schande! Ich muss mal unter Menschen. Bitte nicht gehen! Helfen Sie mir! Oh, ich hab die Whipple-OP. Nicht ärgern, Turk. Die mache ich alle. Nein, nein. Lass die Bräute kämpfen. Lass mich los. Das wird affengeil. Also, wer ist Ihr bester Assistent? Ist es Barney? Bin ich's? Na kommen Sie, ich muss es wissen. Der Pankreaskrebspatient hatte eine fehlgeschlagene Stentanlage im Gallengang. Deshalb will ich Folgendes machen. Ich will für ihn eine pylorus-erhaltene Duodeno-Pankreatektomie vorbereiten. Danke. Was läuft, Turkman? Lass die Flosse knallen. Und schon kommt die Seife aufs hübsche Händchen. Ich bitte Sie, wie kann dieser Idiot der Beste sein? Soll ich Ihnen den Unterschied zwischen Ihnen beiden verraten? Wenn Sie arbeiten, sehe ich immer, wie angespannt Sie sind. Sie fragen sich ständig, wie es weitergeht, was schieflaufen kann. Sie sind nicht hundertprozentig da. Ich sage das bestimmt nicht gern, aber Todd bringt das. Ach, bitte. Nur weil ich gewissenhaft bin und immer zwei Gefäßklemmen für den Fall bereitlege, dass die Appendixarterie verletzt wird, damit ich sofort die Hämostase kontrollieren kann, heißt das noch lange nicht, dass ich zu viel nachdenke. Außerdem, was soll das heißen, ich wäre nicht hundertprozentig da? Scharfe Klinge. Ich schneide den Burschen auf. Ich musste pausenlos an das vergangene Jahr denken. Oh, bitte, ich weiß, wie du nackt aussiehst. Du hast sie geknallt? Rauf mit der Hand! Das war voll brillant! Du Bastard! Ach, morgen sind wir vollwertige Ärzte! Ziehen wir den letzten Tag durch! Ach, was soll's, er hat's auch verdient. Wie geht's Ihnen, Mr. Bobe? Gut. Wieso hast du erlaubt, dass Elliot ihn hierher verlegt? Keine Ahnung. Ich weiß bloß noch, dass sie einen Bleistift fallen gelassen und sich gebückt hat. Alter, die hat voll den Tanga an! Nein, dafür gibt's keine Flosse. Todd war böse? Todd war sehr böse. Todd war sehr, sehr böse. Küsst euch. Es geht also nicht nur um einen Gefallen, Dr. Wen. Wir sollten Mrs. Beckerman operieren, aber sie ist heute Morgen gestorben.
Weiter. Ja, sie ist tot. Du bist der dümmste Mann, den ich überhaupt kenne. Trotzdem. Das tut nicht weh, das tut nicht weh. Aha, sag mir, ob's diesmal wehtut.